Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hier ist heute das Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Und ja, ich glaube, hier gibt es auch nicht so viel zu üben, außer zu gucken, wie die Marken fliegen, wenn man halt in die Mitte wirft. Klar, Mitte werfen, damit sich alles lockert. Und ja, ist natürlich die Frage, dass halt die Bombe natürlich auch dazwischen reinpasst. Gehört ja noch dazu. Aber ich denke mal schon. Ja, alles klar. Aber man sieht halt, man muss hier wohl mit mindestens 3 oder 4 Runden dran gehen, um das Ganze zu komplettieren. So, alles klar. Ja, toll. Da bewegt sich auch so viel. Ich frag mich aber auch nicht, was man sonst machen könnte. Man könnte vielleicht ausprobieren, zu gucken, dass die Bombe hier oben drauf wirft, zu gucken, wie was passiert. Aber ich glaube, dann springt sie entweder ja, ein bisschen nach oben und dann war es das natürlich wieder. Muss halt wirklich von links oder rechts treffen. So, dann hoffen wir mal, dass es jetzt mal alles fällt hier. Okay, aber die hätte eigentlich auch ruhig fallen können hier, ganz ehrlich. Jetzt wird es natürlich schwierig, weil selbst wenn ich jetzt hier die Bombe hinwerfe und der Steinkörper hier nach links fliegt, dass dann der Block, soll das eigentlich Blocky darstellen oder so eine Mischung aus Blocky und Kabu, keine Ahnung, dass er halt ihn anstößt und dann trotzdem nicht sein kann, dass es runterfällt. Das ist halt so leider der Nachteil bei dem Kran hier, man sieht halt schon, den möchte man nicht unbedingt spielen. Okay, das hat zumindest geklappt. Aber 5 Runden für diesen Kran. Oh, das war dumm von mir. Hätte ich mal ein bisschen besser auf die Bombe gucken müssen, nicht auf die Marke. Ich habe hier hingeguckt, aber ich hätte hier hingucken sollen. Ja, 5 Runden für den Kran. Ja, ihr seht es ja. Man hat dann keine Lust zu spielen. Vor allem, weil dann die letzte Marke natürlich dann automatisch die schwierigste ist. Da ist nichts, wo man jetzt groß sagen kann, das ist einmal weg und dann war's das. Eine Runde bringt mir heute wieder nichts. Dabei sind heute ein paar schöne Sets, die wiederholt werden, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Unter anderem auch wieder ein paar Kirby-Kräne. Aber wie gesagt, halt nicht großartig etwas, was man groß spielen kann. Da war einer dabei, den habe ich glaube ich schon mal mit einer Runde gespielt. Aber der hat dann halt, ja, hat es dann leider nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Werden wir dann gleich noch mal sehen hier. So, und zwar den hier hätte ich gerne gespielt, wenn ich 2 Runden gehabt hätte. Und zwar, dass ich halt die Marke runtergeworfen hätte. Also wenn ich da nach links gegangen wäre. Und dann hätte ich halt gucken müssen, dass ich halt hier so passend reinkomme, dass ich gegen den Pfeil schlage. Ich glaube sogar, wenn man die hier schlägt, dass die hier berührt, dass die dann runterfällt. Dass man dann quasi in 2 Runden die 3 Marken bekommt und dann irgendwann später den hier oben. Sofern er nicht stört, dass man mal hier beim Runtergehen, dass man da hängen bleibt. Kann natürlich sein. Aber ihr seht es halt, den könnte ich vielleicht versuchen, aber ich glaube eher, dass die 2 mittleren Marken hier gut blockieren werden. Das würde es halt leider nichts. Hier könnte ich mir den Baum greifen, aber ich denke mir irgendwie, wenn ich mir eine Marke hier greife, dann fällt der Baum sowieso mit runter. Deswegen macht das halt auch keinen Sinn. Hier könnte ich vielleicht reingreifen, aber selbst da, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich würde hier die Katze kriegen, dann bleiben die anderen Marken trotzdem übrig, dann muss man sie trotzdem nochmal greifen. Ist halt wie so oft immer dasselbe. Genauso wie hier, dass ich halt die Marke versuche zu greifen und dass sie dann halt hier vorher runterfällt, aber da wird sie dann eher festhalten und dann ja rüberheben. Deswegen habe ich auch die mit 3 Marken schon, weil es vom letzten Mal auch so war. Ja, und ansonsten ist halt nichts großartig neu dabei, wo man sagen könnte, gut, da ist eine Runde gut investiert. Überhaupt nicht. Ich könnte natürlich, wie gesagt, nochmal versuchen, hier den Körper hier zu greifen. Aber ich glaube nicht, dass es was wird. Ich könnte natürlich auch hingehen und gucken, dass ich die Marke hier bekomme. Dass ich sie quasi hier schlagen werde, dass ich halt vermutlich hier rüber rutsche und dann vielleicht mit Schwung hier runterfällt. Aber, ja. Ach Leute, ja, mit einer Runde überlegt man manchmal länger als mit mehreren Runden, fast schon. Vor allem, weil es dann auch nur ein Testgriff ist. Wäre natürlich schon schön, wenn ich hier den hier bekommen könnte, aber ich glaube eher, dass es nicht der Fall sein wird. Der würde dann eher runterfallen und dann würde man hier so zwischen die Kanone greifen, dass man halt ihn nicht festhalten kann. Man kennt es ja leider, nicht so oft. Wisst ihr was, ich schlage einfach den hier, dass ich halt zumindest den oberen hier habe. Und dann kann ich halt gucken, dass ich halt beim nächsten, falls der irgendwann wiederkommt, dass ich mit 2 Runden den vielleicht spielen kann, dass ich es dann machen kann. Dann hoffen wir mal, dass wir die obere Marke zumindest bekommen. Den Schwertmeister hier. Na komm. Rutsch runter. Nee. Wobei ich mir natürlich auch frage, wie man den sonst bekommen soll. Ernsthaft, Leute. Soll ich den irgendwie anders schlagen oder so? Soll ich vielleicht ganz knapp hier dagegen schlagen, dass er eher nach links fällt? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja gut, dann war es mit dem Part wieder für heute.
Dann, ja, dann hoffe ich, hat der Pantel gefallen. Ich bedanke mich schon wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie euch das Training abgelaufen ist. Also ich habe nicht gesehen, wie man den in 4 Runden komplettieren kann. Habt ihr gesehen, ich habe ja die, bis auf die letzte Bombe habe ich auch relativ gut geworfen und die Marken sind trotzdem nicht weit gefallen. Kann natürlich sein, dass bei der einen Explosion der Block mit runterfällt vorher. Also bei dem dritten Wurf. Doch beim dritten Wurf. Aber es ist natürlich die Frage, ob das dann halt auch immer klappt. Ihr habt ja gesehen, der Steinkörbe ist dagegen gestoßen und trotzdem ist es nicht runtergefallen. Aber gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.